Hi, liebe Fische, Juli 2020 ist ein besonderer Monat für dich. Ein Monat, in dem du eine Zielrichtung eigenständig verfolgen solltest in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen und bei der Ausführung von kreativen Konzepten ist ein Ausgleich zwischen Zuneigung und Distanz unerlässlich. Wir haben Merkur rückläufig in Krebs bis zum 11. des Monats. Das heißt, in dieser Zeit könntest du an einer Aktivität teilnehmen, die deine Kreativität anregen wird. Wenn du Elternteil bist, dann wirst du dich stark mit der Bildung deines Kindes beschäftigen. Ein persönliches Projekt, welches Familien- oder Wohnungsangelegenheiten betrifft, kann an Wichtigkeit gewinnen. Am 1. haben wir einen Sonne-Uranus-Sextil. Es ist wichtig, sich nicht von den vorgegebenen Umständen entmutigen zu lassen. Eine gewisse Angst, die man verdrängt, kann unerwartet zur Oberfläche kommen. Am 2. geht Saturn rückläufig in Steinbock. Es gibt eine Situation, die du selber hervorgerufen hast. Du hast es verwirklicht. Diese Situation macht dich nicht zufrieden. Diese Situation hast du dir gewünscht, aber um gewünschte Ergebnisse sichtbar zu machen, meine liebe Fische, musst du dich noch durchbeißen, denn dieser Einfluss von Saturn, welcher nicht günstig ist, bleibt bis Ende des Jahres aktiv. Zwischen 4. und 5. des Monats haben wir einen Vollmond in Steinbock. Vielleicht solltest du dich ernsthaft überlegen, in welcher Weise du dich in einer Gruppe oder Gesellschaft besser einbringen kannst. Zwischen 6. und 11. des Monats bilden Merkur und Mars einen Quadrat. Bis Monatsende können bestimmte Menschen oder Situationen für Unruhe sorgen. Besondere Aufmerksamkeit dürfte man den Themen Geld, Wohnung und Lebensunterhalt schenken. Am 12. des Monats wird Merkur zum Glück in Krebs wieder normal laufen. Du wirst bald mit einer Sache zu Ende sein, an die du viel Zeit investiert hast. Ein Projekt wird sich einfacher durchführen lassen, wenn man sich gut genug dafür vorbereitet. Diesbezüglich sollte man nicht verzweifeln, auch wenn man dafür Gründe hätte. Zwischen 13. und 21. haben wir eine Opposition, Sonne, gegen Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Berufstätige können im Alltag Schwierigkeiten oder Blockaden erleben. Deine Gesundheit oder die Gesundheit eines Familienangehörigen kann beeinträchtigt werden. Zwischen 19. und 20. haben wir einen Neumond in Krebs. Es kann eine Situation entstehen, die dich dazu anregt, eine bessere Organisation und Struktur im Alltag zu haben. Viele Fische werden Magen-Darm-Beschwerden erleiden. Am 22. haben wir die Sonne in Löwe eingetreten. Bis Ende August wirst du dich um eine Sache kümmern, die viel Arbeit und Selbstkontrolle erfordert. Zwischen 23. und 27. machen Venus und Neptun einem Quadrat. Es gibt eine Person in deiner Nähe, die nicht zuverlässig ist. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Frau. Zwischen 25. und 21. haben wir einen Spannungs-T-Quadrat zwischen Merkur, Mars und Jupiter. Alles, was du dir vornimmst und was du für andere machst, soll freiwillig und ohne Druck zustande kommen. Das Geldthema kann am Monatsende mit Schwierigkeiten verbunden sein. Meine liebe Fische, mit diesen Wörtern bin ich fertig. Wenn du dich eine Beratung wünschst, findest du meine Kontaktdaten unten bei der Beschreibung dieses Videos. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Viel Glück im Juli 2020. Und bis zum nächsten Video.